Hallo, meine Lieben, hier ist eure Mrs. Crazy Diamond. Wir machen wieder ein Feld von gemeinsam statt einsam. Heute ist es die Nummer 15. Die Nummer 15 ist heute dran. Und die Nummer 15, ich habe die 15 hier schon abgemacht. Die Nummer 15 ist da drunter versteckert. Ich muss meine Utensilien gerade noch haben und dann legen wir los. Da sind sie. Denn ohne das kriege ich das hier nicht ab. Das klebt nämlich sehr gut drauf. So, wir ziehen das hier mal ab. Tun das an Seite und wir gucken mal, wo wir auskommen. Ich knicke das hier am besten mal so ein bisschen. Denn wir müssen nur bis hier. Ja, bis hier. Ihr seht das hier einmal. Und wir haben heute gar nicht so viele Farben, so wie ich das sehe. Wir lassen uns überraschen. So, ja. Ich fange denn mal an. Willkommen bei Gemeinsam statt einsam. Feld Nummer 15 und es geht los. Ihr habt bestimmt schon bemerkt, ich habe, ja, es ist ein bisschen mein Fehler, glaube ich, gewesen. Ich habe das Gemeinsam statt einsam, die Nummer 1, habe ich gepainted und abgedreht. Und, hoppala, da seid ihr einmal weggefallen. So, ich muss euch anders platzieren. So, einmal so ein bisschen am besten so rum. Dann kann ich painten und ihr könnt was sehen, ne? Ja, das ist immer so eine organisatorische Sache hier mit der Kamera. So, so können wir das doch machen. Ihr seht was und ich kann painten. Oder? Ja, wie gesagt, ich habe den ersten Teil habe ich verpatzt hochzuladen. Das heißt, ich habe den abgedreht, habe aber nicht mehr dran gedacht, den auch online zu stellen. Deswegen habt ihr heute quasi zwei Discord-Zahlen. Einmal die 1 habe ich eben. Also habe ich heute hochgeladen und die Nummer 15 wird heute, wie ihr gesehen habt, auch hochgeladen sein. Und ja, wir fangen mal an mit gemeinsam statt einsam. Nummer 1, Nummer, nee, Nummer 15. Jetzt wollte ich schon wieder 1 sagen. Leute, das ist ansteckend. Das ist ansteckend. Ja. Was gibt es Neues? Es gibt gar nicht so viel Neues bei mir, außer dass ich jetzt ein Bild mache. Also ich mache im Moment zwei Bilder. Plus das, was ich jetzt hier mit euch mache, das gemeinsam statt einsam, sind das schon drei. Ich habe jetzt die Tage ein Bild angefangen, was ich mir personalisieren habe lassen, und zwar Dirk Neuenfels. Dirk Neuenfels habe ich mir personalisieren lassen. Das ist ein Foto, was ich hier gemacht habe, am PC. Und ja, da bin ich super stolz drauf. Das sieht so klasse aus, wirklich. Das sieht wirklich klasse aus. Und ich habe da schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss gucken, dass ich da hier diese Grenze finde, diese Grenze habe. Hier. So. Ja, wie gesagt, ich habe ein Bild von Dirk Neuenfels. Dann steht drauf. Einmal DNF, immer DNF. Und ja, ihr hört jetzt tatütata, super. Na, hier ist was los, sag ich euch. Dann hat man einmal Ruhe. Nein, kommen. RTW und Co.
Aber irgendwas, irgendwie haben die was gegen mich heute. Ja, ich hoffe nur heute, Leute. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt einmal Dirk Neuenfels personalisieren lassen. Da kommen Leuchtsteine, also leuchtende weiße Steine drauf, auf DNF, auf sein T-Shirt, weil der hat das DNF-T-Shirt angehabt und da kommen dann Leuchtsteine rein. Ich werde einmal DNF, immer DNF, werde ich gucken, dass ich AB-Steine mit einbringe. Wird auf jeden Fall geil werden. Wird auf jeden Fall geil werden. Ich habe vor, das Ganze dann ihm zu schenken. Ja, das Bild kriegt er geschenkt von mir. Und bin mal gespannt. Er weiß, dass er es bekommt. Er weiß auch, dass ich es mache. Ich habe es ihm quasi schon quasi ungepaintetem Zustand habe ich ihm das geschickt. Der ist total aus dem Häuschen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie der reagiert, wenn ich vor dem stehe mit diesem Bild und ihm sage, hier, das habe ich für dich gemacht. Ob er dann sagt, wow, cool, oder ob er sagt, boah, ne, sieht ja scheiße aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich bin darauf echt gespannt. Wir machen gerade das Weg. Ihr seht, ich arbeite auch mit Pinzette. So zwischendurch arbeite ich auch mal mit Pinzette, weil es einfach angenehmer ist. Auch für mein Handgelenk. Auch mal angenehm ist, nicht nur mit dem Stift. So kann ich mein Handgelenk noch ein bisschen beanspruchen, ohne dass ich, darf ich nicht zu viel tun, wie ihr merkt. Ich muss wieder wechseln. Das sind halt so diese kleinen Wehwehchen, die man hat. Ne? So, das war das Weh. Wir werden ein paar Farben hier drin haben. Das sehe ich jetzt schon. QTM und 5. QTM 5 haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber hier, das V haben wir. Das U weiß ich gar nicht, aber das V haben wir. Dann machen wir mit dem V weiter. So. Und ja, das andere Bild, was ich heute, also das wird definitiv heute auf Twitch, wird es angefangen. Und zwar ein Gnomenbild. Das Gnomenbildchen seht ihr einmal hier oben. Das ist der Gnome, den wir heute anfangen werden. Und da bin ich mal drauf gespannt. Also heute Abend nicht DNF im Bild. Ich zeige es euch. Ich gebe euch ein Update, weil ich gesagt habe, ich werde es auf jeden Fall privat auch weiter painten, weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist. Weil es mir halt nicht für euch oder extra für Dirk geholt habe eigentlich, sondern eigentlich für mich. Ne? Aber so wie das Leben spielt, hat dann mein Kopf entschieden, nö, du darfst das Bild nicht behalten. Wie wäre es denn, wenn wir das dem Dirk schenken? So, und dadurch, dadurch ist es dann so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, wir schenken dem Dirk das. Und dann tun wir das auch. Und bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie der reagiert. Wir machen weiter mit dem L. Wir haben nämlich auch noch zwei, drei Ls da drin.
sehe ich gerade. Nicht viel. Nicht besonders viel, aber so 2, 3 Els. Hammer. So. Wir haben hier ein L. Wir haben hier ein L. Ja, das sind immer nur so punktuelle Sachen, wo das L drin ist. Da bin ich mal gespannt, wie das hier aussehen wird, wenn es fertig ist. Ehrlich. Da bin ich wirklich drauf gespannt, wenn es fertig ist, wie das hier aussieht. Also die Qualität von der Leinwand ist optimal, ne? Optimal. Genauso wie der Kleber. Das ist Flüssigkleber. Ich habe jetzt nur hier die Dinger drauf gemacht, damit wir für gemeinsam statt einsam nicht direkt sehen, was es ist. Und ja, Flüssigkleber ist es eigentlich. Und der Druck, ihr seht den Druck. Normalerweise sieht man den Druck sehr gut und der ist mega geil. Der Druck ist Hammer. Du siehst alles, jeder einzelne, ne, Buchstabe siehst du, ob dunkel oder hell oder wundergut. Heute ist es. Wundergut gemacht hier, ne, also. Wundergut. Yeah, wundergut. Wie komme ich auf wundergut? So, den muss ich wieder abmachen. Weil, ja, ich habe meinen inneren Monk, Leute. Ich habe mein Kästchen, so wie ich das haben will, so wie ich das painten wollte. Und dann muss das genau so gemacht werden. Jede Abweichung ist in meinem Kopf leider so ein... Ein Kaninchen wird dann sagt so, das wollen wir hier anders haben. Ja. Nein, dann muss das genau so sein, wie ich es im Kopf haben wollte. Mein Kästchen, genau das Kästchen. Genau so, wie ich das abgegrenzt habe, wisst ihr? Wer hat das denn von euch auch noch? Dieses, ich muss jetzt dieses Kästchen genau so painten und da darf nicht ein Steinchen, sagen wir mal, hier unten sein, weil das sieht ja scheiße aus oder das sieht doof aus. Ne? Wer hat das auch? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe so meinen inneren Monk, der dann sagt, Bonnie, das Steinchen stört mich jetzt. Ne? Das ist dieses eine Steinchen, was da drüber oder was einzeln da unten gesetzt worden ist und das stört mich dann. Das wäre mal interessant zu wissen, wer sowas auch hat. Wem sowas auch stört. Ach, ich sollte das offen lassen, wenn ich wissen will, welches Buchstaben ich hier drin habe. Also ich habe hier früh am Morgen, denn mein Kind ist jetzt im Kindergarten und ich kann das gemeinsam statt einsam Bild weiter painten. Ohne groß Trouble, Palaver, ohne groß, ja. Genöle. Das ist doch toll, oder? So muss das sein. Ich liebe diese Ruhe. Ich liebe diese Ruhe. Nur ich sehe gerade, wir haben da noch U zwischen gehabt, was ich gar nicht so am Schirm hatte. So. Ja, ich habe so einen leichten Schnüppern, aber das ist nichts Schlimmes, das ist einfach nur Nase zu. Da ich einfach nur mal die Nase zu, die Nase sagt, nein, ich habe keinen Bock mehr, was zu riechen. Mehr ist das nicht.
Ja, dann bin ich damit mit dem Döschen hier erstmal fertig. Dann gehen wir ans andere Döschen. Ja, da waren die Steine dann doch ein bisschen mehr. Und dann habe ich sie einfach mal in andere Dosen reingepackt. Hoppala. So, wir machen jetzt noch das F. Und dann werde ich euch erstmal in Pause schicken. Nein, ihr werdet dann gleich im Anschluss direkt, wird es weitergehen. Ich werde das A, also das Weiße hier machen. Und werde euch dann nachher hier beim D, was ihr hier noch offen seht, werde ich euch natürlich wieder mitnehmen. Das machen wir dann zusammen zu Ende. Und ja, ich sage jetzt erstmal bis gleich und dann wird es nachher mit dem D weitergehen. Ja, und da bin ich wieder, meine Lieben. Ich habe jetzt einmal hier das Weiß drauf gemacht. Wir machen jetzt gemeinsam das D. Das ist einmal hier ein bisschen was versteckert. So. Einmal die Augenbrauen hier mache ich mal eben fix schnell mit euch zusammen. Das heißt, deswegen heißt es ja gemeinsam statt einsam. Wir machen hier das Bild schön gemeinsam. Ich teile gerne mit euch mein Bildchen, meine Erfahrungen hier. Und ja, wie schon gesagt, das ist gemeinsam machen statt alleine und einsam sein. Wir stehen zusammen. Wir lieben alle dieses Hobby und diejenigen, die sagen, oh, habe ich noch nie gesehen, das, was machst du da? Das ist Diamond Painting. Wir setzen kleine Steinchen, wenn ihr fokussiert, da, kleine Steinchen auf ein Bild, auf ein vorgedrucktes Bild, was mit Kleber, wo Kleber drauf ist, entweder flüssiger Kleber oder halt doppelseitiges Klebeband. Und wir setzen diese Steinchen auf den Kleber drauf und dann gibt es am Ende ein schönes Bild, ein schönes 5D-Bild, denn das wird zu 90% wird das mittlerweile alles in 5D gedruckt. Oder wird alles in 5D gemacht. Man hat auch zwischendurch mal ein Steinchen, was nicht so toll ist. Das sortiert man aus und dann ist das wieder schick. Dann nimmt man sich ein anderes, schöneres Steinchen und klebt es hin und gut ist. Ne? Das ist das. Wer sowas auch machen möchte, kann das gerne machen. Ihr bestellt euch entweder bei Newcraft Day oder bei FG Normal oder bei den ganzen anderen Firmen, die es so auf dem Markt gibt, bestellt ihr euch einfach ein schönes Bild. Zum Anfang reicht auch ein kleines, süßes Bildchen. Zum Beispiel wie sowas hier. Das ist klein. Ich glaube, 15x20 ist das hier. Das gibt es zum Beispiel bei Your Diamond Painting, glaube ich, gibt es das zu kaufen. Aber ich darf ja noch nicht zu viel verraten. Denn sonst wissen die Leute ja direkt, was es ist. Also geht einfach mal gucken, gibt einfach mal Diamond Painting ein und dann kriegt ihr diverse Shops empfohlen.
Es gibt verschiedene Shops. Manche sind gut, manche sind nicht so gut. Ich habe auch ein paar Fails dazwischen gehabt. Ich glaube, das hatte bis jetzt jeder. Man macht keine Firma schlecht. Man ja, sagt nur seine Erfahrungen mit dieser Firma. Das tue ich auch. Ich sage auch meine Erfahrungen mit diversen Firmen. Will sie aber nicht schlecht reden. Es kann natürlich sein, dass die Qualität besser geworden ist, dass die an sich gearbeitet haben. Okay, aber ich kann nur das berichten, was bei mir war. Und ich hatte mit diversen, ich hatte schon also mit einer Firma habe ich richtig Pech gehabt. Und das ist leider Diamond Painting Welt. Ne? Damit hatte ich richtige Probleme. Das lief richtig, richtig schlecht mit der Firma. Einzige, was gut war, ist der Service. Der Service war richtig toll. Ja. Da kann ich nichts gegen sagen, gegen den Service von Diamond Painting Welt. Aber das Bild war halt scheiße. Okay? Ich nenne es beim Namen, es war scheiße. Ich hatte ein Bild, ein personalisiertes Bild bestellt und habe dann richtig fette Luftblasen da drin gehabt. Also richtig fette Luftblasen. Hab das reklamiert, weil das konnte man definitiv nicht painten. Hab dann ein neues zugeschickt bekommen und es war das gleiche im Spiel. Das gleiche Spiel wie das andere. Noch schlimmere Luftblasen drin und dann habe ich nachher gesagt, jetzt reicht es mir und ich habe dann gesagt, ich will mein Geld zurück. Ich hatte jetzt das zweite Bild mit Luftblasen drin. Und ich habe gesagt, ich will es einfach nicht. Ne? Kann man ja irgendwo verstehen. Und dann habe ich mein Geld anstandslos zurückbekommen, auf dem schnellsten Wege zurückbekommen. Service richtig gut. So Leute, das ist jetzt das letzte Steinchen für die Nummer 15. So, die Nummer 15 haben wir auch schon fertig. Ich tue die Steine weg und dann zeige ich euch das Bild wieder von der Entfernung. So wie immer. Das mache ich jedes Mal. Damit ihr dann auch raten könnt, was es ist. Ne? Ja, ich glaube, jetzt kann man so langsam definitiv erkennen, was es wird oder von welches Bild es ist. Ich tue mal die ganzen Sachen so ein bisschen an Seite und dann fliegen wir. Wuhu. Ja, das ist einmal das Bild. Und man kann es, glaube ich, schon erkennen, was es wird. Aber ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben und raten, was es ist. Würde mich über eure Kommentare riesig freuen. Und ja, somit sage ich Nummer 15 von Gemeinsam statt einsam ist erledigt. Und ich sage, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr mit mir gemeinsam statt einsam macht. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüssi, bye bye, bis zum nächsten Video, eure Crazy, tschüssi.